Ja, Knoblauch im eigenen Garten, das ist doch echt was Feines. Wie du einfach Knoblauch in deinem eigenen Garten anbauen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Ich gebe dir da mal einen kleinen Einblick und was dabei auch schief gehen kann. Denn genau das ist mir leider jetzt passiert in diesem Frühjahr. Deswegen werde ich jetzt schon ernten, aber mehr dazu gleich. Also, viel Spaß. Ja, in diesem Sinne wieder herzlich willkommen bei Holz, Natur und Garten. Heute die Knoblauchernte. Knoblauchernte, warum denn das? Das Kraut ist doch noch grün bis oben hin. Überall wird doch beschrieben, dass ich mindestens 2/3 des Laubes gelb werden lassen soll, bevor ich meinen Knoblauch ziehe. Aber wenn man genau hinsieht, habe ich hier in diesem Frühjahr mit einem kleinen Problem zu kämpfen. Das schauen wir uns mal im vorderen Teil des Beetes an. Ja. Und hier sieht man, dass tatsächlich schon einiges vom Laub so langsam gelb wird. Allerdings nicht auf natürlichem Wege, sondern wenn wir hier genau hinschauen, dann haben wir hier ganz starken Rostbefall. Das heißt jetzt nicht, dass das hier wie ein Stück Eisen weggammelt und wegrostet. Der Rost hat nur seinen Namen eben von seiner Farbe, weil er rostartig aussieht. Und wenn man sich die Blätter genau anschaut, dann sind da richtig kleine, viele rostfarbene Pusteln drauf, so kleine Punkte, die sich nach unten hin auswölben. Das sind die Sporenkammern des Pilzes. Und wenn man die jetzt dran lassen würde, dann würde die Pflanze komplett absterben. Die ganze Pflanze, das ganze Laub wird mit einem Schlag gelb und stirbt komplett ab, bis hin zum Verlust der ganzen Knolle. Ja, und was mache ich jetzt in so einem Fall? Ich muss natürlich sofort ernten. Das heißt, ich werde jetzt hier keine Zeit verlieren, werde die ganzen Pflanzen jetzt ziehen, die Knoblauchknollen abschneiden, die äußere Platthülle entfernen. Und so kann ich dann den Knoblauch trotzdem noch trocknen. Hab natürlich jetzt ein kleines bisschen Verlust, vielleicht auch im Aroma, wenn so die Säfte so langsam in die, oder die letzten Säfte aus dem Blatt in die Knolle gezogen werden und zur letzten Ausbildung der Knolle führen, bis es dann letzten Endes zur natürlichen Ernte kommen kann. Aber hier ist halt eben jetzt Not am Mann. Hier muss ich ein bisschen eher ziehen. Von daher eine etwas kleinere Knolle ist immer noch besser als gar keine Knolle. Und von daher sind ja genug Pflanzen da. Ich werde jetzt hier loslegen und werde die alle ziehen. Ich benutze dafür jetzt einfach meine Broadfork. Das kann man auch mit einer Grabegabel machen oder etwas Ähnlichem. Das geht da am besten. Stech da etwas ein und ziehe das Ganze nach hinten, sodass sich hier die Erde schon lockert. Und ich die Pflanzen besser rausziehen kann. Hier kommt schon die Knolle. Kann ich auch den Rest der Wurzel einfach rausziehen. Und ach, na, was soll ich sagen? Also trotz des Problems mit dem Rost habe ich doch eigentlich ganz ansehnliche Knollen da unten dran. Also da kann ich mich ja jetzt über Größe durch die frühe Ernte gar nicht großartig beschweren. Also dann werde ich es wirklich so machen, dass ich die alle erstmal raushole, auf die Seite lege. Dann muss ich mir den oberen Teil der Pflanze abschneiden, damit vom Rost nicht so viel unten mit an den Stängelbereich rankommt. Und dann werde ich die zum Trocknen aufhängen. Oh, und was mir eben noch auffällt, schaut mal her. Man sollte das Rostmaterial oder sagen wir mal, man sollte das kontaminierte Material schon extra entsorgen bzw. an eine Stelle im Garten bringen, an der sich die Sporen vom Rost nicht verteilen können. Aber hier ist es jetzt schon so weit fortgeschritten gewesen, dass schon der Rost hier unten auf den Blättern von dieser Distel hier liegt. Also hier liegen überall schon Rostsporen und Teile, die herabgefallen sind von dem Staub. Also in diesem Beet sollte im nächsten Jahr auf jeden Fall ein Fruchtwechsel stattfinden. Hier werde ich jetzt die nächste Zeit keinen Knoblauch mehr pflanzen können, denn der würde sofort wieder befallen werden. Von daher ist es jetzt auch gar nicht so gut, dass ich die jetzt hier direkt so über dem Beet abschüttle. Ich werde die jetzt so vorsichtig wie es nur geht irgendwie ziehen, auf die Seite legen und dann erstmal das Kraut abschneiden. Ich zeige das jetzt hier schon mal exemplarisch. Das sind doch schon ein paar ganz stattliche Brummer dabei. Das muss man doch wohl sagen. Ich schneide also den oberen Teil mit dem Rost ab. All das Befallene kommt auf jeden Fall runter. Dann die Hüllblätter weg. Und zum Schluss noch mal ein Teil der Wurzeln, ruhig großzügig oberhalb, damit du nicht aus Versehen in die Knolle reinschneidest. Und dann sind das doch schon ganz stattliche Knollen, die richtig hübsch aussehen. Und mit Sicherheit mit jeder Biomarktknolle ohne weiteres mithalten können. Und das aus dem eigenen Garten.
So, den ganzen Rest mache ich aber im Schatten. Es ist jetzt schon wieder ganz schön warm geworden. Da geht jetzt erstmal im Schnelldurchgang das Laub ab. Ach, guck mal, ein Pfirsich. Irgendwie ein Kern im Beet gelandet. Und dann geht's in den Schatten. So, die Knollen sind alle raus. Ich werde jetzt mal die ganzen Hüllblätter noch entfernen, entsprechend das Ganze vorbereiten. Und währenddessen erzähle ich euch ein kleines bisschen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, wie ich mein Knoblauch stecke. Interessant ist zum Beispiel auch die Mischkultur mit Erdbeeren, wie ich es hier gemacht habe. Da wehrt der Knoblauch den Grauschimmel der Erdbeere ab. Er hält sich zwar selbst den Rost nicht vom Leib, aber immerhin kann er die Erdbeere ein wenig beschützen, wenn man da in Mischkultur pflanzt. Und da habe ich jetzt hier in dem Beet etwa 4 bis 5 cm tiefe Löcher vorgestochen und habe hier meine Zehen hineingelegt. Dazu wird einfach so eine Saatknolle oder so eine Knolle, wie man sie im Pflanzenmarkt bekommt oder wie wir sie aus der letzten Ernte zur Verfügung haben, einfach zerlegt in ihre Einzelzehen und dann Stück für Stück in die Löcher hineingedrückt. Immer mit dem flachen Stück nach unten an der Knolle, mit der kleinen Verhärtung der Spitze nach oben, denn da wird später der Keim herauskommen und unten bilden sich dann wieder die Wurzeln, wo die Knolle ursprünglich an ihrer Hauptpflanze dran saß. Ich mache es dann immer so, ich nehme einfach einen Eimer oder eine Schubkarre Komposterde und verteile das dann oben drauf entsprechend in den Löchern und oder auf der Rinne. Ich fange damit übrigens meistens im Herbst an, so Ende September, Oktober, sowas in dem Dreh. Das ist so die Zeit, wo ich normalerweise den Knoblauch vorstecke. Da kann er über den Winter langsam vortreiben. Der ist da relativ unempfindlich, was die Kälte betrifft. Und dann lasse ich ihn über den Winter erstmal wachsen. Wenn er dann im zeitigen Frühjahr seine ersten Wachstumsschübe bekommt, fange ich an nachzudüngen mit Pferdemistjauche. Die steht mir hier gut zur Verfügung. Ich komme immer gut an Pferdeäppel ran. Weiche die dann immer mal so 2-3 Wochen ordentlich ein und kann die dann entsprechend vergießen. Die muss man dann ein bisschen abkippen, dass das nicht so sehr die Gießkanne verstopft. Aber das dann im Verhältnis 1:10 und dünge damit die Pflanzen 2 bis 3 Mal maximal, nicht zu viel. In der Brennnesseljauche ist einfach zu viel Stickstoff drin. Zu viel Stickstoff ist für den Knoblauch nicht so gut. Da wird die Blattmasse zu kräftig, zu groß, also nicht kräftig, sondern eher massig, aber zu schwach in der Zellstruktur, sag ich mal. Da ist zu wenig Kalium drin. Im Pferdemistkompost oder in der Pferdemistjauche ist mehr Kalium enthalten. Das stärkt die Pflanze ein bisschen mehr und ist dadurch besser geeignet. Damit auch nicht übertreiben. Irgendwann sollten wir es mal sein lassen, denn zu große Knollen büßen auch irgendwann an Geschmack ein bisschen ein. Ja, aber warum ist das jetzt hier bei mir passiert, wenn ich doch augenscheinlich bzw. nach meiner Theorie alles richtig gemacht habe? Ja, ich vermute mal tatsächlich, dass es einfach an diesem verrückten Frühjahr lag. Wir hatten wechselnde Temperaturen. Es war zwischenzeitlich mal richtig warm im frühen Mai. Dann hatten wir wieder andauernde Regenfälle. Wir hatten zwischenzeitlich hier ein bisschen Hochwasser gehabt. Es war dauerfeucht. Die Pflanzen konnten nicht richtig abtrocknen. Ich habe so, obwohl ich die Pflanzabstände von, sagen wir mal, 10 bis 15, 20 Zentimetern eingehalten habe, auch zwischen den Reihen entsprechend bis zu 30 Zentimeter, 25, sind die Pflanzen offensichtlich doch nicht ganz trocken geworden. Wenn es dauerhaft feucht ist und die Pflanzen nicht richtig abtrocknen können in der kühlen Luft, dann fühlt sich der Pilz natürlich entsprechend wohl und vermehrt sich. Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Pilz, wie er in der Natur häufiger vorkommt. Manchmal geht man im Frühjahr durch die Wiese und hat dann so eigenartig rostrot verfärbte Schuhe. Und das ist dann kein Blütenstaub oder nicht immer Blütenstaub, das kann auch mal Rost sein. Es gibt an verschiedenen Wildpflanzen auch Rost. Der kann auch hier im Garten zum Beispiel an den Schnittlauch dran gehen oder an Zwiebeln. Bohnen, meine ich, wären noch dabei. Deshalb will ich jetzt auf jeden Fall hier hinten alles abräumen. Und da kommt jetzt erstmal nichts dergleichen hin. Denn da sind die Sporen auf jeden Fall dran und würden das auf jeden Fall wieder befallen. Es kann natürlich überall hier im Garten hinziehen. Auch wenn ich jetzt hier mit meinen Handschuhen, mit meinen Werkzeugen arbeite. Ich arbeite hier nie 100% sauber im ganzen Garten. Ich werde die aber auf jeden Fall waschen, wenn ich zu Hause bin. Und die jetzt hier entsprechend vorsichtig behandeln. Deswegen habe ich das Laub alles da hinten gelassen. Das geht jetzt in meinen Kompost für Spezialfälle. Und da bleibt es einfach liegen und wird erstmal gar nicht großartig beachtet für die nächsten Jahre. Am Tomatenhaus habe ich auch eine Reihe Knoblauch stehen gehabt. Da kann man das ganz gut erkennen. Da ist es tatsächlich, da hat es angefangen. Da habe ich es auch am Anfang das erste Mal gesehen. Aber dann war ich längere Zeit nicht hier im Garten. Und als ich dann das nächste Mal nach den Regentonnen geschaut habe, da lag der ganze Knoblauch schon vertrocknet am Boden. Das heißt, da ist jetzt auch eine Knolle reingezogen. Und wie man hier sieht, da sind schon so leicht gelbliche Schimmelflecken dran. Also da weiß ich nicht, ob ich den noch genießen möchte. Der kommt mir lieber erstmal weg. Wie sind da eure Erfahrungen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Habt ihr sowas auch schon mal gesehen oder habt ihr den womöglich entsorgt? Denn den müsst ihr ganz und gar nicht entsorgen. Wenn ihr den rechtzeitig erntet, dann könnt ihr da noch
ohne Probleme ganz tolle Gerichte draus zaubern und einlegen und was weiß ich was. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch eine ganze Menge davon einlegen, weil ich bin mal gespannt, wie gut ich den hier trocknen kann, da hier wirklich noch gar nichts vorgetrocknet ist. Also hier habt ihr noch richtig grünen Stängel. Da ist aus dem Laub ja bisher noch gar nichts auf natürliche Art zurückgegangen. Und ich muss jetzt einfach mal warten, wie gut er sich trocknen lässt oder ob er anfängt zu schrumpeln und womöglich kaputt geht. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch, wie ich vorhin schon gezeigt habe, die äußeren Hüllblätter alle abnehmen und den so trocknen, damit da die Luft besser drankommt, die Wärme und das Ganze ein bisschen luftig trocknen kann. Hier unterm Dach, die volle Sonne soll er nicht abkriegen, nicht, dass einer auf die Idee kommt, den in die Sonne zu legen, um ihn in der Sonne schön zu trocknen, denn dann fängt er irgendwann an zu kochen und wird bitter. Das wird nichts. Man kann dem Ganzen natürlich auch entsprechend vorbeugen. Man kann Pflanzenstärkungsmittel einsetzen, man kann Schachtelhalmbrühe versprühen und vergießen. Man kann entsprechend kaliumbetont düngen. Das fördert die Kräftigung der Pflanzenzellen und mindert ein wenig das Risiko. Aber ich glaube, hier stand ein richtig kräftiger, gesunder Bestand. Und übertrieben habe ich es nicht mit der Düngung. Also in dem Fall hätte ich es wahrscheinlich nicht wirklich vermeiden können. Es ist auch noch nicht ganz durchgeschlagen, bis auf die letzten Pflanzen. Die sahen alle noch, sagen wir mal, die konnten sich lange zur Wehr setzen. Da war es aber schon dran. Vorne der Bereich im Beet, der war schon sehr angegriffen. Deswegen habe ich jetzt alles abgeräumt und habe dadurch noch eine ganz gute Ernte eingefahren. Also ich mache jetzt hier weiter. Da ist noch eine ganze Menge zu tun und zu putzen. Wenn ihr sowas ausprobieren wollt, macht es auf jeden Fall nach. Pflanzt euch einfach ein paar Zehen in den Garten von entsprechendem Saatknoblauch. Haltet da direkt im Herbst mal die Augen offen, dass ihr zeitig starten könnt. Das geht auch im Frühjahr, dann könnt ihr im Herbst ernten. Aber das, was im Herbst an Zehen gesteckt wurde, das kann man schon gegen Ende Juni ernten, wenn das Laub zu etwa 2/3, so sagt man doch offiziell, vertrocknet ist. Und dann könnt ihr die Knollen rausziehen. Also, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, quittiert es mir doch gerne mal mit einem Daumen. Lasst einen Kommentar da, wie eure Erfahrungen waren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen was schaffen. Einen habe ich noch. Das sieht doch jetzt wirklich gut aus. Und wenn ich keinem verrate, dass ich ein Feld voller Rost im Knoblauch hatte, dann ist doch das die perfekte Ernte. Also, macht's gut. Tschüss.